da sind wir wieder mit Let's Play Minecraft Thomas und Philipp Part 7. Philipp hat gerade ein Tier, als ein Creeper Anschlag überlebt und jetzt ist er richtig happy. Ja, und ich habe gerade ein Bett gecraftet. Thomas, ich liege im Bett. Warte, ich will gerade schnell nach dem Zombie da. Oder nicht? Was? Hä? Muss ich mal danach noch im Video anschauen, wie bin ich jetzt gestorben? Habe ich leider noch ein Leben gehabt? Hä? Habe jetzt gar nicht gesehen. Also, ja, das war jetzt meine Schuld. Ich habe es nicht gesehen, dass ich dann noch ein Leben gehabt habe. Und leg jetzt ins Bett. Ich bin ja schon im Bett. Ich lege ein Bett. Ah. So, sind wir wieder. Am Morgen. Ihr liebt es, wenn die ganzen Zombies verbrennen. Jetzt werde ich schauen. Aber das Einzige, was immer ist, dann sind immer mehr Creeper unterwegs am Tag. Ich weiß, aber das macht mir nichts. Da kann man gut ausstellen. Ja, ich werde jetzt mal schauen, dass ich mein Zeug wieder krieg. Das, was ich in der Mine verloren habe. Und da ist nämlich ziemlich viel dabei. Sogar Lore. Ich craft mir schnell eine Truhe. Aber ich finde es so richtig geil, dass ihr eine Mine gefunden habt gleich. Ja. Bei einmal runtergraben, das ist schon hetzig. Hetzig, ja, ist hetzig. Thomas? Was? Du wirst jetzt also ein Problem haben mit dem Essen. Wieso? Deswegen musst du jetzt selber drum kümmern, gell? Ihr habt voll viel Vorrat, Philipp. Schon? Ja, ah, da bin ich dran. Was hast du denn alles? Ich hab über 30 Schweinefleisch und noch 20 Kuhfleisch. Ah. Also, ich bin nicht so arm dran. Ja, so, dann geh gleich wieder rauf, weil ich nicht wieder sterben will. Ah ja, ich hab Labustilot. Labustilus? Ja, Labustilus. Ich geh jetzt mal den Homeweg suchen. In Notfall muss ich wieder da bleiben. Kommt drauf an. Ernähren und so weiter kann ich mich da mal gut, also und halbwegs. Wenn du in Richtung bist und du krank, dann kann die da vielleicht. Eben, ich weiß es nicht, ich bin nämlich durch. Du ah, Creeper! Auf einmal steht der Creeper wieder hinter mir. Nein, es war nämlich so, ich bin weggerannt, oder? Ja. Yeah. Ah. Also, ich bin Kühe suchen gegangen, alles deine Schuld natürlich. War in der Prärie und so, halt bin durch das Eisfeld wieder zurückgerannt. Habe den Weg bei den Fackeln verloren. Bin in der Wüste, also kam, bin durch die Wüste und durch den Dschungel. Und habe mich dann irgendwo verlaufen. Du hast doch gesagt, du weißt es nicht mehr. Ja, aber ich finde jetzt eben den Weg nicht mehr zurück, weil das alles Eiswald ist. Und das alles gleich aus, schau. Aha. Also im Notfall muss ich jetzt auch wieder ins Nachtlager zurück. Wenn ich wieder so Pech hab. Und nächste Nacht werde ich mich mal mit ein paar Monster catchen, dass ich ein bisschen Knochenmehl krieg, weil ich brauche Knochenmehl. Ich möchte wissen, wo du bist. Hey Philipp, nimm ein paar Tropenbäume mit, wenn du einen Dschungel findest. Ja, habe ich schon. Also, nimm jetzt. Einen Dschungel habe ich schon gefunden. Dann nimm mir ein paar Tropenbäume mit. Ja, aber es kann sein, dass ich nie wieder heimkomme. Das ist das Problem. Da muss ich mich, wenn er dann umbringen. Hat mir da gerade das Skeleton abgeschossen? Ja. Rache. Rache. Wo ist mein Schwert? So, das muss jetzt schnell gehen, weil sonst ist er weg. Da ist er. Ah ja, es. Ja, ich kann das Bett hinmachen. Also ich reite jetzt gerade auf den Tropenbaum, um ihn abzuhalten. So, ihr nehmt mir jetzt mal, obwohl ich was anderes mit hab, von Zombiefleisch, also verrottetes Fleisch. Weißt du, dass das oft mal gar nichts tut? Ich weiß. Wenn immer, wenn eins ist, dann tut's oft gar nichts. Aber bei zwei tut's fast immer was. Ja, wo ist mein Thomas, ich bin zu arm. Ich glaube, jetzt finde ich nicht einmal mein Nachtlager. Haha. So, ich will jetzt mal die ganze Welt ein bisschen erkunden, würde ich sagen. Ich nehme das mit. Hier war ein Spezial. Ah ja, die haben wir ja davor gecraftet. Und ja. Und dann nehme ich noch. Mehr brauche ich nicht. Ich nehme doch eine Axt, nehme ich noch mit. Falsche. Ja, ich suche da immer noch. Also. Eigentlich von immer Creeper, dann bring ich gleich um. Jetzt muss ich mir zuerst mal weglocken von unserem Haus, dass es nichts Wildes bei unserem Haus passieren kann. Ah, Scheiße.
Haben wir jetzt auch nicht gesehen, was jetzt passiert ist. Ist unser Haus explodiert? Na. Ah ja, davor, wo ich Holz hacken war, ist unser Haus explodiert, aber ich habe alles wieder errichtet und keine Kiste ist zum Schaden kommen. Ah, gut. Ah, das ist eh ein Tropenwald. Besser gesagt, Dschungel. Oder Regenwald. Ja. Wie man da auch immer sagt, keine Ahnung. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen hingehen. Ah, das Zuckerrohr, das nehmen wir gleich mit, weil wir müssen Bücher machen. Ja, war schon Zuckerrohr. Das setze ich danach gleich an. Mir regt es eben nur so auf, dass ich jetzt nicht mehr heim finde. Ja. Jetzt habe ich genau ein Stack Tropenholz mit. Mhm. Ich finde Minecraft irgendwie so chillig. Ja, ich schaue jetzt mal, dass ich wieder heim finde. Ich habe jetzt ein paar Eier von Hühnern geklaut, damit wir uns auch mal Hühnerfarm bauen können. Alter, jetzt seh erst mal, wie unsere Welt wirklich geil ausschaut. Jetzt muss ich da mal ein Screenshot machen, weil die schaut echt geil aus. Ja, super, ich finde nicht mehr arm. Ah, sind alle drei. Oder doch? Ja, sind schon mehr. Ah, da drüben sind sie im Fluss, glaube ich, wo ich war. Also, wo ich mein Nachtlager aufgeschlagen habe. So. Thomas, wie viel haben wir schon aufgenommen? Ja, ich schaue jetzt mal, wie viel wir aufgenommen haben, wie immer. Ja, da sind wir wieder. Wir haben jetzt 6 Minuten 30 aufgenommen. Ja. Und ich wollte jetzt gerade Kakaobohnen abpflanzen, wie sagt man da, keine Ahnung. Abbauen, ja. Also ich habe jetzt den Fluss wieder gefunden, wie ich zu meinem Nachtlager komme, weil ich habe jetzt sogar wieder mein Nachtlager verloren, also... Und jetzt glaube ich, folge ich mal dem Fluss, weil Flüsse sind ja immer gut. Und ich habe mein Nachtlager ungefähr beim Fluss. Der Fluss ist halt komplett zugefroren. Die Gegend ist schon so fremd, da wo ich gerade bin. Habe ich schon aufgenommen, ja. So. Da kommt es mir jetzt langsam wieder bekannt vor. Da sind wieder Schafe. Auch kein Schwein mehr. Ja, ich habe mein Nachtlager wieder gefunden. Ja. Ha? Was nimmst du das jetzt? Ja, jetzt habe, weil ich habe Truhe dran aufgestellt, wo ich meine ganzen Sachen reingetan habe. Kann ich noch. Wir haben jetzt Kohle übrigens im Überfluss. Was machst du? Wir haben Kohle im Überfluss. Hey, nach der Schneewelt bist du da zufällig in den Dschungel kommen. Nein, ich bin nicht durch den Dschungel gegangen, weil ich mir dachte, da verirre ich mich sicher. Du, weil der Dschungel, der wäre ganz nah an unserem Haus. Es gibt verschiedene Dschungel. Ja, aber der nächste Dschungel, der was neben der Schneewelt ist. Sehe ich gerade. Cool. Ich baue mir jetzt eine Angel und gehe ein bisschen fischen, weil es... Und dann mache ich mir vielleicht Katzen oder so, wenn ich welche finden würde. Ich mach halt wieder heim, ich bin so einsam. Ja, weil der Philipp nicht da ist und wir immer Katzen machen, dass ich auch nicht so einsam bin da. So, da gibt's immer viel zum Anschauen. Da werde ich jetzt da mal ein bisschen abbauen. Truppenholz, dass sie. So viel! Ha? Nein, ich hab mit David geredet. Aber jetzt kommt er. Er ist wurscht. Auf jeden Fall. Der David ist Philipps kleiner Bruder, das ist jetzt auch jeder weiß. Und ja. Achso, das ist ja normales Holz, das brauche ich gar nicht. Ich brauche Tropenholz. Jetzt packe ich mal Zeug zusammen und geh. Wohin? Richtung Ham. Woher weißt du jetzt, wo Heim ist? Keine Ahnung! Das ist ja das biggest Problem. Bei mir hängt es gerade ein bisschen, aber oh. Mit meiner Taskleiste, aber ja, schon wieder. Kann also ich habe jetzt mal zusammengepackt, das Bett auch zusammengepackt und jetzt geht's ab nach Hause, hoffe ich halt. Ja. Ich war sobald die nächste Nacht beginnt, reicht's mal und mir ist egal, dann weg. Dann so, mache ich mal noch ein Nachtlager. Das Nachtlager habe ich jetzt gut gebaut, finde ich. Da muss ich mir sogar selber Lob geben. Ja.
wenn ich schon da bin, sage über ein bisschen Sand mitnehmen, weil dann kann ich gleich Glas machen für unser Haus ein bisschen, dass wir raussehen. Ich hab sogar bei meinem Nachtlager außerdem ein Glas hingemacht. War super, jetzt beginnt die Nacht schon wieder. Echt? Wow! Muss jetzt noch und ich hab gerade mein Nachtlager abgebaut. Jetzt kann ich die Tür wieder einsetzen, den Ofen wieder hinsetzen, die Werkbank wieder hinsetzen. So dumm, Philipp. Auf jeden Fall, ich stelle jetzt mein Bett wieder auf und warte jetzt leider, bis der Thomas im Bett liegt. Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Ja, ich weiß. Scheiße, ich glaube, ich dazu ist nicht, bis die Monster spawnen. Mir regt es trotzdem auf. Was? Ja, dass ich jetzt es aufgebaut habe und ja, weil du so dumm bist und baust es ab. So viel Dummheit darf nicht sein, Philipp. So, ich werde es nicht mehr schaffen, glaube ich. Oh. Da werden wir uns ein bisschen fighten müssen heute. Aber beeil dich, weil ich mache halt schnell schlafen gehen, damit ich den nächsten Tag sofort wieder heim kann. Oder schaffen wir es doch noch. Ja, wir schaffen es noch. Juhu, wir haben es geschafft. Irgendwie gefällt mir mein Nachtlager. Hast du schon gesagt? So, jetzt packe ich mein Bett zusammen und auf geht's. Und ich will mal das Glas in den Ofen schmeißen. Mama's da. Und ein bisschen Kakaobohnen züchten. Wie züchtet man jetzt nochmal Kakaobohnen? Auf ein Tropenholz, aber ein ganzes. Und das soll ihn aufstellen zum Beispiel. Ich versuche es einfach mal. Da wird Kakaobohnen. Und auf geht's, ich gehe jetzt mal Richtung irgendwo hin. Ja, funktioniert. Auf das. So, da haben wir jetzt unsere Kakaobohnenfarm. Natürlich rundum bepflanzen, dass wir möglichst viel Platz sparen. Sag's mal, wenn du wieder in der Nähe bist. Ja. So. Ah, Skeleton! Hey, das sind ja ganz viele geile Höhlen. Bei unserem Haus. So, da wir jetzt mal einen großen Tropenbaum hinpflanzen, das na Knochenmehl habe ich nicht dabei. Ja, das. Ich renne ein bisschen durch den Dschungel, darf ich sagen, oder? Ja, rennt durch den Dschungel. Schön wär's, wenn du jetzt einen Kompass hättest. Ah, da geht's runter. Ich will einmal die Höhlen einmal ein bisschen besichtigen, aber das muss jetzt nicht gerade jetzt sein. Jetzt müssen wir erstmal einen Philipp wieder herbekommen. Ja. Das ist gerade im Moment für uns die größte Sorge. Beziehungsweise von mir. Ja. Und damit wird es im nächsten Part weitergehen. Damit sage ich Tschüss und wir treffen uns dann wieder im nächsten Part. Ciao. Tschüss.